unsexy. Und eine Branche, die keine Lohnerhöhung zahlen will, ist es erst recht. Und als ob das alles noch nicht genug ist, Nico hat es gesagt, stellen sich die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Hand in Hand mit Union und FDP auch noch unser vor dem Grundgesetz verbrieftes Streikrecht in Frage. Das ist eine Kampfansage an den sozialen Frieden in unserem Land und gefährdet ernsthaft das Jahrzehnte erwähnte Erfolgsmodell der Sozialpartnerschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Worüber wir in den anstehenden Tarifrunden reden, was wir fordern, ist nicht unanständig. Im Gegenteil, es geht einzig und allein um die Durchsetzung berechtigter Interessen, nämlich das Auffangen inflationsbedingter Lohnverluste. Dieser Weg der Vernunft ist der Weg der Gewerkschaften. Denn gute Tarifverträge sind ein Stabilitätsanker in unsicheren Zeiten. Sie bedeuten Sicherheit im Wandel und sie bringen Gerechtigkeit. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wo es Tarifverträge gibt, geht es den Menschen besser. Deshalb sind sie für uns Gewerkschaften ein so zentrales Element für Mut und Optimismus, für gesellschaftlichen Zusammenhalt und am Ende auch für Demokratie. Und deswegen fordern wir die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auf, endlich ihren gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und wir lassen uns an dieser Stelle nicht spalten. Ich habe selten eine so massive Hetze und Stimmungsmache gegen den Sozialstaat erlebt wie in den letzten Wochen. Vor allen Dingen beim Bürgergeld. Das Ziel ist so einfach wie perfide. Beschäftigte und Arbeitslose sollen gegeneinander ausgespielt werden. Gutverdienende sollen sich über das angeblich zu üppige Bürgergeld empören. Diese Diskussion ist pures Gift für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir brauchen keine Debatte über Sozialabbau, kein bösartiges Aufsticheln der arbeitenden Mitte gegen Bedürftige. Stattdessen brauchen wir endlich eine ernsthafte Debatte über eine vernünftige und zeitgemäße Reform der Schuldenbremse, nicht über unseren hart erkämpften Sozialstaat. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe in den zurückliegenden Minuten viel über Probleme gesprochen, die gelöst werden müssen. Viele davon können wir aber nicht allein in Deutschland lösen, sondern nur auf europäischer Ebene. Daher ist die anstehende Europawahl so wichtig für uns alle. Denn auf viele Fragen und Probleme kann die Antwort nur Europa lauten. Ein freies, ein demokratisches, ein solidarisches Europa, ein menschliches Europa. Es ist daher enorm wichtig, dass sich möglichst viele Menschen, wir alle, an der anstehenden Europawahl beteiligen. Dass wir zusammen unsere Stimme für ein demokratisches Europa abgeben und nicht für die, die Europa und unsere Demokratie am liebsten abschaffen wollen. Denn der Einfluss der extremen Rechten wächst in Deutschland und Europa. Das Gift des Hasses und der Spaltung, welches die Rechten in immer größeren Dosen verbreiten, wirkt und verändert unsere Gesellschaft. Dieser Bedrohung stellen wir uns als Gewerkschaftsbewegung entschlossen entgegen. Wir sind bereit, unsere freiheitlichen, liberalen Demokratie zu verteidigen. Auf der Straße, an der Wahlurne und im Betrieb. Liebe Kolleginnen und Kollegen, genau das ist unsere historische Pflicht und dieser werden wir auch gerecht. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche uns noch allen einen wunderschönen 1. Mai. Vielen Dank und ein herzliches Glück auf!